Wo besser als in Le Mans hätte Audi die erste Ausfahrt des Elektrosportwagens R8 e-tron machen können? Im Vorfeld des diesjährigen 24-Stunden-Rennens drehte der fünffache Le Mans-Sieger Frank Bieler zwei Runden im Renntempo. 313 PS treiben den Zweisitzer nachdrücklich nach vorne. In nur 4,8 Sekunden ist Tempo 100 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist derzeit noch auf 200 km/h begrenzt, als Zugeständnis an die Reichweite. Der R8 e-tron kommt immerhin 250 km weit, erst dann muss er an eine Steckdose. Im Moment ist dieses Auto noch ein Erprobungsfahrzeug. Bei ihm ist aber nicht einfach der Benzinmotor durch einen Elektroantrieb ausgetauscht worden. Trotz seiner optischen Verwandtschaft zum normalen R8 steckt unter der vertrauten Karosserie eine nahezu komplette Neuentwicklung. Der Elektro-R8 ist auch ein Quattro, aber er hat vier Elektromotoren an Bord. An jedem Rad ist einer montiert. Da jeder dieser Motoren einzeln beschleunigt werden kann, ergibt sich so eine bisher unbekannte Fahrdynamik. In Kurven profitiert das Handling des R8 e-tron aber nicht alleine davon. Auch die Lage der Batterien wurde so gewählt, dass der Elektrosportler einen optimalen Schwerpunkt und eine Gewichtsverteilung von 42 zu 58 hat. Frank Bieler war von seinen ersten beiden Runden mit dem R8 e-tron so begeistert, dass er mit diesem Wagen am liebsten nach Hause nach Neuss gefahren wäre. Doch bis der Elektrosportler auf der Straße unterwegs sein wird, wird es noch einige Zeit dauern. Die gute Nachricht ist aber, dass Audi ihn auf jeden Fall in Serie gehen lassen will.